Perfekt. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt tatsächlich die Mission. Wir fahren zum Bürgermeisterhaus. Ich weiß nicht, ob das schon die finale Mission ist, aber es ist auf jeden Fall das letzte Haus auf dieser Map. Anwesen des Bürgermeisters. Da werden wir jetzt hintigern, Leute. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich war da noch nie. Aber ich glaube, es ist relativ groß. Wahrscheinlich müssten wir uns da auch verkleiden, oder? Wir werden mal schauen. Party bei Lars, er ist reich. So sieht es nämlich aus. Das ist der falsche Weg, glaube ich. Wir müssen hier die Straße runterpiesen und dann irgendwo rechts abbiegen, glaube ich, ne? So. Sag mal, Leute, unter dem Stream, ne? Ich habe das letztens beim anderen Streamer gesehen. Ist da die, ist da so eine Anzeige, wo steht, Feedback geben? Neben dem Zap-Knopf. Warte mal, muss man hier oder weiter geradeaus? Okay, wir müssen hier auf jeden Fall rum. Nö? Okay. Bei mir nicht. Okay, alles klar, dankeschön. Ich habe das neulich gesehen bei jemand anderem. Da kann man draufklicken und dann hat man so eine Auswahlliste von 5 verschiedenen Sachen, die man gut findet. Kann man sich eine ausruhen und das anklicken. Wäre mal interessant. Ich muss das, glaube ich, aktivieren. Wie aktiviere ich das denn? XYZ. Hallo Play! Danke für den Follow, Hallöchen! Man kann aber auch nicht sagen, was man schlecht findet. Man kann wirklich nur anklicken, was man gut findet. Ob das jetzt dem Streamer weiterhilft? Keine Ahnung. ...21 bis 23 Uhr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mal kurz auf den Parkplatz gehen. Der ist auch gleich hier vorne. Danke für den Follow auch, Goronen Senior. Vielen, vielen Dank, mein lieber Gorone. Herzlich willkommen. So, also pass auf, wir schlafen. Bis 21 Uhr muss das gewesen sein, ne? Oh, ich habe schon wieder vergessen, ey. So. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt räumen wir hier mal rein. Raubsmenü. Geh rein. Schalte den Strom ab. Geh durch die Gartentür rein. Entriegle die Tür mit dem elektrischen Schloss. Hol dir die Hauptschlüsselkarte. Fotografiere den Bürgermeister bei seinem... Entkomme aus dem Anwesen. Belohnung 7000 Klamotten. Wir brauchen Autodietrich, haben wir. Elektrowerkzeug haben wir. Und wir brauchen Tarnkleidung. Können wir noch nicht anfangen. Wir müssen uns erstmal umziehen. Tarnkleidung ist angezogen. Sehr gut. Und jetzt, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir es machen. Teddy's Wife. Herzlich willkommen. Hallöchen, Popöchen. Schlechtes Feedback gibt es dann direkt im Livestream, ja, oder? Also, weiß ich nicht. Ja gut, das ist natürlich so die Twitch-Philosophie. Think positive. Keine Bad Vibes und so. Aber, also, mich interessiert eher... Hallo, Inkognito. Mich interessiert eher, was ich besser machen kann und nicht, wo ich stark bin, weißt du? Naja. Aber trotzdem, wenn der Feedback-Knopf da ist, dann gib mal bitte alle Feedback. So, Leute. Wir gehen rein. Schlüssel benutzen. Wo habe ich denn den Schlüssel überhaupt her? Ach, von dem Kopf wahrscheinlich habe ich den bekommen, ne? Wir müssen jetzt Ausschau halten, nicht, dass hier irgendwo eine Kamera ist, Leute. Wir haben insgesamt für diese Mission 19 Minuten. Okay. Ich sehe hier niemanden, der hier rumschlawenzelt, aber genau weiß ich das natürlich auch nicht. Wir müssen den Strom abschalten. Das machen wir einmal. Hier ist der Hauptsicherungskasten. Wie mache ich das jetzt? Achso, muss ich hier rüber oder was? Nee. Hä? Lol. Was soll ich machen? Wie soll ich den Strom denn abschalten? Ah, okay. Danke, XYZ. Habe ich nicht bekommen. Hau drauf. Ja, geht auch nicht. Ich kann den Hammer nicht nehmen. Oh, warte mal. Hier. Hier war was. Oh mein Gott. Warte. Hier. Strom ist aus. Geh durch die Gartentür rein. Da vorne ist die Gartentür. Okay, es geht los. Anpinkeln. Ist keine gute Idee, an Stromkästen zu pinkeln, Leute. Ich spreche da jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann zum Kurzschluss kommt, dann habt ihr Spaß. Moin. Na? Okay, hier haben wir einen Kopf auf. Oh mein Gott. Haben wir einen Kopf? Ist das Streamer? Wir müssen diesen Kopf ablenken mit einer Flasche. Pass mal auf. Wir nehmen mal eine Flasche. Flasche. Okay. Anders geht's, glaube ich, nicht. Ne? Wir müssen durch diese verdammte Gartentür. Wenn wir uns da irgendwie ranpirschen. Ich will mal hinter die Skulptur entschwinden. Feuermäuselein, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Hallöchen. Wie geht's? Herzlich willkommen hier bei unserem kleinen Einbrecher-Simulator.
So, wir gehen ran. Er hat eine Taschenlampe, aber eigentlich ist es dunkel, oder? Ich weiß nicht, ob wir hier gesehen werden. Das Ding ist halt, ist die Gartentür offen? Oder ist die Gartentür zu? Nicht zu mir! Geh doch nicht zu mir, Diggi. Was macht er denn? Also das funktioniert mit den Flaschen nicht so gut, Leute. Ich habe jetzt auch nur noch 4 Flaschen, ne? Das ist nicht so gut. Okay, komm schon, geh rein. Bitte. Oh nee, es ist zu. Nimm doch die Flasche. Warum ist die Flasche nicht ausgewählt? Okay, jetzt oder nie. Aufmachen. Schnell. Beeil dich, Lati. Alter. So weit, so gut. Kann ich irgendwo zwischenspeichern oder sowas? Übst du eigentlich für was Bestimmtes? I am Mr. Bär, Hallöchen. Naja, also ich wollte demnächst mal nach Österreich. Ich habe gehört, da lebt jemand, ein kleiner Bär, der hat ziemlich viel Honig bei sich in der Hütte versteckt. Weißt du, wie ich meine? Guck mal, da vorne ist noch ein Dude. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Bleib mal hier im Busch drin. Ich kann nicht speichern, das geht nicht. Ich würde so gern. Okay, da ist der Wachtmann. Er geht wieder zurück. Ich werde mal ein bisschen hier, weißt du, mutig mal voranpreschen. Kamera sehe ich erstmal gar keine. Haus des Sicherheitsdienstes. Da müssen wir jetzt hin. Oh mein Gott. Bei Winnie Pooh brechen wir ein. So sieht's aus. Rum ist immer noch aus. Ich hoffe, wir laufen hier keinem Wachmann in die Arme. Das wäre fatal. Da ist einer wieder. Oh fuck. Alter, wie soll ich denn da rein? Wo ist denn dieses Haus? Ah, wir müssen einmal komplett um den Pudding rum, ne? Oder kommen wir hier rein? Fuck. Scheißendreck, Scheißendreck, Scheißendreck. Wir bleiben im Dunkeln, wir bleiben im Dunkeln. Voice, Hallöchen, nein! Lauf! Lauf, lauf. Kannst du nicht laufen? Wo soll ich denn hinlaufen? Bleib mal hier nochmal. Muss doch gucken, wann der Dude zurückkommt. Ich will den nochmal markieren. Dann sehe ich genau, wo er sich gerade befindet. Weißt du, das ist besser. Also. Okay. Jetzt sehe ich ihn auf der Minimap. Auch wenn der Minimap, Oh mein Gott, Voicey Boy! Vielen, vielen Dank, Voice! Ach, bist du ein kleiner Keck. Dankeschön, mein Lieber. Mein kleiner Lümmel. Vielen, vielen Dank. Okay, jetzt oder nie? Nee, das wäre straight ist nicht gut. Ich bleib mal hier lieber. Oh Scheiße, der hat mich gesehen, glaube ich. Oh boy. Dreh dich jetzt nicht um. Alter, das war eine knappe Nummer. Sherry, Hallöchen. Oh, Voice, vielen, vielen Dank, ne, mein Lieber. Dankeschön. Okay, wir haben hier eine Kamera. Die deckt einen sehr großflächigen Bereich ab, tatsächlich. Da können wir jetzt nicht durch. So ohne weiteres. Das heißt, wir müssen hier einmal komplett durchs Labyrinth, ne? Und ich will auch nicht unbedingt ins Licht gehen. Kann sein, dass er hier über einen Wachmann rumrennt. Sag mal. Ich bin so schnell ausdauermäßig hier am Ende. Ich kann doch bestimmt noch leveln, oder? Ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Ausdauer leveln. Lernen. Lern das doch. Es geht nicht, weil ich auf der Mission bin, oder was? Oh, Bruder. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, weil ich das noch gar nicht gelevelt habe, ne? Also einmal den. Und einmal den. Okay, alles klar. Sehr gut. Jetzt haben wir deutlich mehr Ausdauer, glaube ich. Weiß es nicht, keine Ahnung. Denn erstmal Level 1, ja, habe ich gerade gecheckt. Habe ich gerade auch gecheckt, so. Ich
richtiges Heckenlabyrinth. Ey, es würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo noch irgendwo so ein Kopf spazieren geht, Leute. Da zum Beispiel ist einer. Kann ich leider nicht anvisieren. Das ist ein bisschen doof. Ich werde mal hier vorne hinter die Hecke erstmal mich verstecken. Ich muss den aber markieren, Alter. Sonst weiß ich nicht, wo der sich befindet. Okay, alles gut, alles gut. So, ich warte, bis der vorkommt. Und dann werden wir ihm quasi hinterher schleichen. So, weißt du? Übrigens interessant. Gibt es gerade das Spiel Tell Me Why auf Steam kostenlos. Habe ich schon durchgespielt. Krasses Spiel. Also richtig krasses Spiel. Weiß ich nicht, ob das für jeden was ist. Also es ist wirklich sehr hart. Tell Me Why ist richtig hart. Das ist doch das, wo du Recherchen am Computer durchführst, oder? Ist das das? Okay, jetzt oder nie. Die Ausdauer macht schlapp, aber alles ist gut. Hier ist das Haus der Sicherheitsbeamten. Guten Morgen, Einhornpupsi, Hallöchen. Dein Auto steht seit 23 Uhr im Parkverbot, kein Problem. So, wir gehen hier rein. War das nur, weil wir hier im Dunkeln sind? Jetzt sind wir im Hellen. Jetzt ist die Tür zu. Alter. Okay, wir sind in der Sicherheitszentrale. Was müssen wir hier machen? Entriegle die Tür. Okay. Das kriegen wir eventuell hin. Also, einmal der hier. Einmal der Dicke. Okay, das war's schon. Okay, okay. Die Tür ist entriegelt. Ich hole mir jetzt die Hauptschlüsselkarte. Ach, das ist der Gender-Geschichte. Ah, okay, ja gut. Dann ist das, habe ich das gerade verwechselt. Habe ich gerade verwechselt. Dass es so aussieht wie, wie heißt das Spiel hier? Ach schon. Hier sind natürlich tolle Sachen dabei. Ne? Ich muss was mitnehmen. Rechner. Life is Strange. Was aussieht wie Life is Strange, ne? Vom Style her. Das muss das sein. Computer, ey. Das nehme ich alles mit. Es wäre ja dumm, das liegen zu lassen. Okay, Rucksack ist schon halb voll. Sehr schön. Jetzt müssen wir wohin? Wir müssen weiter schleichen, oder? Warte mal. Wo müssen wir rein? Überfall auf das Anwesen des Bürgermeisters. Ja, das ist mir schon klar, aber... Und die Hauptschlüsselkarte. Eieieiei. Der kann die Zeit, ich weiß. Ich habe nur noch 10 Minuten. Weiß ich doch. Aber das ist nicht gut, ey. Ich bleibe erstmal hier noch. Ich warte nochmal, bis er hin und her läuft. Und wenn er wieder auf dem Rückweg ist, werden wir reingehen. Ich hoffe, diese Tür ist offen, aber wir haben die gerade entriegelt, ne? Ja, Tell Me Why war das mit den beiden Geschwistern, ne? Wo sie im... Ah, ich will auch nicht spoilern. Ich habe das angespielt, ich habe das nie durchgespielt. Weil mich das Thema dann doch nicht so gecatcht hat, wie ich erhofft hatte. Jetzt aber ganz hurtig. Ganz schnell. Okay, wir sind drin. Angst, dass hier irgendwo ein Wachmann ist, ne? Wir haben die Schlüsselkarte, sehr gut. Fotografiere bei Gelegenheit. Okay, wir müssen jetzt irgendwie den Dude fotografieren. Machen wir mal. Vor allen Dingen, wir müssen nachher auch lebend wieder hier rauskommen. Oh Gott. Oh mein Gott! Mach Foto, mach Foto. Take a picture. Ich höre nichts. Ein Geldkoffer vielleicht? Mach auf. So, jetzt Foto. Gold. Gold könnte das sein. Gold. Ah, ist schon wieder zu, der Koffer. Scheiße. So, jetzt brauche ich ein Foto. Das heißt, wir laden... Alter, aber so ein Fotoapparat, der macht doch Blitzlicht, oder? Funktioniert so nicht. Schalte den Strom ab. Okay.
Wie soll ich denn den Strom abschalten? Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, Leute? Oh mein Gott, ey. Da sehen die mich, da kann ich auf jeden Fall nicht lang. Wir müssen den Strom abschalten. Keine Ahnung wie. Ich muss da durch. Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay, der ist alarmiert gewesen. Sind wieder im Dunkeln. Ey, ich will da rüberspringen, Leute. Wie zur Hölle soll ich diesen verkackten Strom ausschalten? Kann ich nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Kann ich hier nicht auf die Karte? Warte. Scheiße, Mann. Vergessen, wie soll ich das machen? Hier ist halt eine riesige Laterne. Also da könnte ich eventuell lang, aber auch da ist. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einmal außen rum, ne? Wir müssen um das Haus, wir müssen wieder raus. Ach du Scheiße, ey Leute, wir haben richtig Zeitdruck gerade, ne? Schalt dir den Strom aus vor allen Dingen. Wir müssen jetzt richtig den Finger ziehen hier. Vor allen Dingen, ich habe doch den Strom schon ausgemacht vorhin. Ich habe auf jeden Fall die Schlüsselkarte, ne? Ich habe die Hauptschlüsselkarte. Das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich mit dem Schlüssel überall rein. Wir können jetzt eventuell durch den Haupteingang gehen, ne? Vielleicht ist das der Plan, den wir verfolgen sollen. Das Ding ist halt, wir haben nur noch 6 Minuten. Wir haben doch nur noch 6 Minuten Zeit. Okay, alles gut soweit. Ich muss mich echt beeilen. Wie schalte ich den Strom aus? Ist der Strom wieder an? Was ist das denn für ein hässliches Tutorial? Ich muss wieder ganz nach draußen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist so, glaube ich, überhaupt nicht richtig, was wir hier machen. Ich glaube nicht, dass das so stimmt, was wir hier tun. Wir verkacken es, Leute. Wir werden es hart verkacken. Das schaffe ich nicht. Warum ist das Tor zu? Lustgarten heißt das. Okay, okay. Okay, jetzt wieder zurück. Wir haben noch 4 Minuten. Leute, meinst du, wir schaffen das? Jetzt mal ehrlich, schreib es mal in den Chat rein. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. Ich werde diesmal durch den Vordereingang gehen, auf jeden Fall. Strom ist aus, zumindest mal. Und ich hoffe, dass wir mit der Schlüsselkarte auch überall reinkommen, tatsächlich. Okay, sieht gut aus. Es sieht gut aus. Gott sei Dank, ey. Alter Verwalter. Stop! Stop! Was? Boah, du Kacknoob! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Das war nichts. Gut. Upsi. Aber Leute, wir wissen jetzt, wie es funktioniert, ne? Wir wissen, wie es funktioniert. Wir kennen die Laufwege. Wir müssen nicht mehr viel spotten.
Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass das auch ein bisschen auf Zeit ist. Aber ich weiß es natürlich nicht, ne? Könnte sein, dass es ein bisschen auf Zeit ist, dass wir einen Finger ziehen müssen. Okay, es geht los. Also, dann starte mal den Raubs. Aktueller Raubs. Hol dir die Schlüsselkarte. Fotografiere den Bürgermeister. Okay, alles klar. Dann nochmal. Vielleicht war es auch ein Bug. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen jetzt ein bisschen aggressiver vor. Und ich muss aber vorher noch leveln hier. Sonst wird das nichts. So. Da ist der Stromschalter. Wir wissen, hier vorne rennt gar keiner rum. Hier können wir richtig sprinten. Wir werden Rekordzeit schaffen. Das ist jetzt Speedrun-Niveau, Leute. Richtiges Speedrun-Level. Das Ding ist halt... Da steht halt noch ein Kopf, ne? Ah, fuck, das war wieder die Kacke mit der Flasche. Oh, nee, Bruder. Warte mal. So, Flasche auswählen. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen bitter. Obwohl er mich vielleicht da auch gar nicht sieht, weißt du? Ich meine, er hat eine Taschenlampe, aber es ist so dunkel. Vielleicht sieht er mich gar nicht. Kann ja sein. Speedrun zur Verhaftung. Nein, alles gut, Leute. Alles gut. Juckt ihn nicht. Er sieht mich aber auch echt nicht, ne? Eigentlich voll gut. Mann, geh doch dahin, du Spacko! So, jetzt. Hättest du deine Sinne auch mal gelevelt? Meinst du, das hätte mir geholfen? Kann sein. So. Dann müssen wir einmal wieder hinters Haus. Kannst du die Flasche an den Kopf werfen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee. Also du kannst hier gar keinen ausnocken. Geht nicht. Wenn er plötzlich eine Flasche zerbricht, ich würde Alarm auslösen. Ist das so? Würdest du das machen? Ich muss den auch mal markieren eigentlich hier, ne? Eigentlich müssten wir die mal alle markieren. Die fallen ja nicht vom Himmel. Ja, aber vielleicht war das eine Katze. Vielleicht war das einfach nur eine Katze. Das kann ja sein. Ist ja nicht ungewöhnlich, dass Katzen eine Flasche kaputt machen. Oh nein! Ich habe die Kamera vergessen. Alles ist gut. Es ist nichts passiert, Leute. Es ist nichts passiert. Jetzt ist der Strom wieder an, oder was? Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf! Hast vergessen. Ist abgebrochen. Ist abgebrochen. Ich muss Verdacht verringern. Guten Morgen, ein letztes Mal. Hallo Seralin, grüß dich. Ein erstes Mal. Herzlich willkommen, meine Liebe. Das könnte wirklich eine Katze sein. Heute ist 8:45 vorbei, oder? Ja, genau. Wie spät haben wir es? Ich habe keine Uhr hier. Du musst mir das sagen. Wie spät haben wir es? Schaffen wir noch einen Run? Wir müssen auf jeden Fall laden, leider. Es geht nicht anders. 27, ja easy. Also wenn wir das nicht schaffen, weiß ich auch nicht. Das kriegen wir locker hin. Das kriegen wir locker hin. Wir müssen aber nochmal von vorne anfangen, leider. Ach, Mensch, diese Kamera. Es sagt ja auch keiner was von euch. Immer dem Chat die Schuld geben, weißt du? So. Raubs. Beginnen. Schlüssel. So. Strom. Ja, Bringer, da hast du völlig recht. Das ist so. Strom haben wir ausgeschaltet. Jetzt die Garagentür. Eventuell müssen wir die gar nicht mit der Flasche ablenken, weißt du?
Weil wir sind ja da eh im Dunkeln. Weißt du, wie ich meine? Ausdauer machen wir gleich. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Wie weit läuft der? Nicht so weit, oder? Okay, alles gut. Ich bin mutig. Ich mache das einfach. Da wird schon schief gehen. Okay, rein hier mit dir, du kleiner Lurch. Hallo, Van ist hier, ein wunderschön, Hallöchen. Wie ist es im Urlaub? Hast du immer noch Urlaub, ja, ne? Dräng dich mal an, sagt Cherry. Ey, Cherry, reiß dich zusammen jetzt. Ach du Kamera, Lassi. Kann mal jemand den Bringer bitte bannen? Der hat hier gespoilert. Habt ihr mal markiert? Nö, wie nö? Arbeitsverweigerung. Lol. Okay, wir bleiben einfach hier schön im Dunkeln, dann kann uns eigentlich gar nichts passieren. Wir sollten vielleicht auch mal Ausdauer leveln, so nebenbei. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Lasianer. Uff, Leute, es wird haarig, es wird richtig schwierig. Also, das einmal und das hier. Okay, es geht los. Hallo Smoochel, ein wunderschönes Hallöchen. Jetzt weiß ich, es ist 8.30 Uhr, ne? Ist das so? Meistens auf die Minute pünktlich genau. Kommt Smoochie rein. So, da ist der Dude. Da müssen wir gleich nochmal an den vorbeischlawenzeln. Auf die Minute, oder? Das ist krass. Voll gut. Es geht los. Da ist auch eine Kamera. Wo ist hier eine Kamera? Da ist keine Kamera. Okay, los geht's, los geht's. Hallo, Nilly wollte ich gerade begrüßen. Hallo, Zipfel. Nilly habe ich doch schon begrüßt, Leute. Da ist eine Kamera, ja, ich weiß. Die markiere ich mal für später, für schlechte Zeiten, weißt du? So. Machen wir hier einmal auf das Ding. Den Sicherungskasten sollen wir einmal hier bemühen. So, das ist der hier. Das ist der hier. Und das ist der hier. Okay, und Leute, hier war auf jeden Fall noch jede Menge Loot zum Einkassieren, ne? Handy mitnehmen, Geld mitnehmen, Computer, Videorekorder, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Keyboard, alles wertvoll hier. So, okay, alles klar. Weiter geht's. Hab alles geräubert. Es geht wieder raus. Es ist natürlich... Müssen wir noch warten, bis er weg ist. Ich glaube, das ist die letzte Mission in diesem Spiel. Ganz ehrlich, Freunde. Geh weg. Okay, es geht los. Ist der Strom noch aus? Ich glaube ja. Wir sind ja diesmal viel, viel schneller, Leute, ne? Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn diese Cutscene kommt. So, fotografiere. Nimm schon mal ein Fotoapparat. Ich überspringe das mal.
Korrektes Foto gemacht. Sehr gut, ich hab's geschafft, Leute. Jetzt müssen wir nur noch raus. We did it. Wir dürfen jetzt nur nicht in die Kamera laufen, ne? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Jetzt müssen wir nur noch raus. Ja, es war buggy vorhin, ey. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das war doch buggy, oder? Sei mal ehrlich jetzt. War das buggy? Denk an die Kameras. Die Kamera, die einzige Kamera, die es gibt auf den Anwesen, die habe ich jetzt erfolgreich umlaufen. Okay, jetzt müssen wir nur noch raus. Ich habe keinen Bug gesehen. Hä? Ich muss vorhin extra den Strom nochmal ausmachen, obwohl der schon aus war. Ich habe auch keinen Bug gesehen. Hä? Wollt ihr mich verkackeiern oder was? So, warten wir hier nochmal. Okay, dann schleichen wir nochmal ein bisschen, bevor wir lossprinten. Come with me for fun in my buggy. Ich lehne das tolle Angebot dankend ab. Okay. Hier ging es doch irgendwo raus, oder? Hier vorne, da war die Tür, die können wir aufschließen. Schlüssel benutzen. Ich hoffe, hier steht jetzt keiner mehr rum. Kameras sind auch keine Leute. Wir haben es gleich. Wir haben es geschafft in tatsächlich 6 Minuten oder so. Eieiei, Überfall geschafft, alles geschafft. Wir haben jetzt nicht so viel Loot tatsächlich mitgenommen, aber perfekte Tarnung. Wir haben nur 3 Versuche gebraucht, voll gut. So. Dann werden wir mal mit Mr. Gruber reden. Ich bin gespannt, also ich denke mal, eine Mission wird es noch geben. Ne? Wir müssen wahrscheinlich nochmal beim Bürgermeister irgendwas klauen, vielleicht auch sogar diesen Koffer. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, da wird noch was passieren. Wäre, glaube ich, ein bisschen lame, wenn man jetzt sagt, so, jo, alle Ziele erfüllt, das Spiel ist zu Ende. Ich glaube, irgendwas muss da noch kommen, ne? Ich meine, es war schon ein würdiger Abschluss.